Look who's shitting moin, in the moin, tall Leute. Grass. Und, ja, rede mir halt dazwischen. Alles klar, danke. Ashley. Hä? Ashley ist ein Frauenname. Halt die Klappe lieber. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele jetzt nochmal meinen Lieblingskiller, einfach weil ich Bock drauf habe. Und danach werde ich ein, zwei Runden Survivor spielen. Für die Aufnahme. Wir spielen. Wir haben ein bisschen Zeit. Mit der Ruin, damit die innerhalb von 20 Sekunden wieder kaputt gemacht werden kann. Barbecue und Chili, damit ich sehe, wo sie in der Entfernung sind und damit ich extra Blue-Punkte verdiene. Wir spielen mit Beobachten und Zuschlagen, Monitor und Abuse, wodurch unser Terrorradius kleiner wird, außer wenn wir in der Jagd sind, da wird dieses Terrorradius größer. Und wir spielen mit Save the Best for Last. Das ist in dem Falle 5% geringer Cooldown, verringerter Cooldown pro Stack bis zu 8 Stacks, wenn ich einen schlage, der nicht die Obsession ist. Und es kann losgehen. Und die sind zu viert gejoint, also gehe ich mal von aus. Das ist ein Survival für Friends, also für das hart ätzend. Gut, die entscheiden mal, sie sagen schon mal nicht, welche Map wir spielen müssen. Das ist schon mal schön. Ich hasse es, wenn die irgendwelche Maps nehmen, die zu ihrem Vorteil sind. Natürlich haben sie jetzt ihr Glück auf... Haben sie das Glück jetzt auf ihrer Seite, weil es immer so ist, wenn ich Killer spiele, dass ich die beschissenen Maps bekomme, wo viel Gras ist, also viel hohes Gras oder hohes Getreide, sodass sie sich darin verstecken können, sodass man sie verliert, weil man sie nicht richtig sehen kann. Aber hey, was macht man nicht alles, um hier ein bisschen mit dem Killer-Erfolg zu haben? Ich will jetzt eigentlich nur noch ein paar Blue-Punkte bekommen, damit ich dann in dem Falle Ghostface aufstufen kann, der ja jetzt auf dem PTB released wurde. Aber irgendwie nicht so toll ist, wie man dachte. Also schon, ja, es wurde schon sehr arg verkackt. Aber hey, dafür ist PTB da. Das machen die wieder wett. Das kriegen die auch hin. So, Totem ist hier. Das Gute ist, hier ist nur ein Generator in der Nähe. Was für uns positiv ist, damit die nicht immer dahinter rennen. Ja, der Typ von letzter Runde. Da hinten läuft einer. Ja. Und dann haben wir sie halt noch. Wunderbar. Wir haben alle einmal angehittet und wir haben einen Instant Down. Perfekt. So kann man die Runde beginnen. Gut, die haben sich jetzt hier geheilt. Sie. Ach, ich liebe Legion. Einfach mein Lieblingskiller. Geht ihr hinter? Tut ihr nicht. Oh, hi. Ihr seid nicht gerade die Besten, ne? Okay. Alright. Ich schenke ein paar Tokens. Hi. Ach, scheiße.
Ja, mach das mal. Soll nicht zu schnell vorbei sein. Ja. Ba, ba, ba. Ja. Ach komm. Wollte mal smart sein. Die ist gut. Die kann sich leider gut bewegen. Weißt du, dann kann ich dich hitten, um sie zu sehen. Will ich noch ein bisschen im Spiel haben. Ach komm. Ich dachte, der will durchs Fenster. Mann. Jawohl. Na, was machen wir jetzt, hä? Oh, hi. Ah, haben die echt das Totem gefunden? Oh Mann. Schrecklich. Uff, das ist weit weg. Ah, okay. Einer wird gerettet. Hola. Hola, Drio. Das hast du versaut. Das hast du versaut. Da bist du einmal hängen geblieben und das hat dir den Loop verdorben. Ach, schön hell. Und schön warm. Darm-Gen. Okay. 4 Stacks haben wir. Sehr schön. Die wollte das unbedingt fertig machen. Ja, er hat es fertig gemacht. Da 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 da. Tut mir leid, falls es so wirkt, dass ich sie nicht richtig ernst nehme, aber irgendwie tue ich das gerade auch nicht. Hi. Ich will dich nochmal hauen. Hi. Aber wo läufst du denn lang? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ah, verstehe. Und wo willst du hin? Also wirklich. Schaffen wir es bis dahin? Wird knapp, hä? Ja?
Was sollte das denn werden? Ha? Du hast wahrscheinlich gleich Matter of Man, ha? Ja. Oh, hopp da. Na? Versaut. Dead Art. Matter of Man. Oh, ich dachte, der wäre hier dann gelaufen. Na, Vorteil ist, der Matter of Man haben wir jetzt erstmal weggemacht. Hi. Wir können gerne im Kreis landen. Vollidiot. Du hast mich 6 Tokens gekostet mit deiner Scheiße. Aber weißt du was? Ist mir egal. Na? Da dachte sie, ich sehe sie nicht. Denkst du, das funktioniert 2-mal? Ah, schade. Ah, zu weit geschlagen. Ah, komm! Die können sich alle gut bewegen, fällt mir jetzt auf. Bei der bin ich, obwohl, bei der stelle ich mich eher doof an, als dass ich mich gut bewegen kann. Ah, so knapp. So knapp. Oh, ich dachte, sie hat wieder ihren Trick gemacht. Hm. Einmal darfst du noch. Ja. Man merkt das gerade mal in meiner 2. Runde. Ich schlag viel zu oft daneben. Keine Spuren, das heißt, ihr seid hier irgendwo. Ah! Ah! Jetzt. Du warst jetzt einmal am Haken, von daher ist es okay. Hi!
Gut, das war dann wohl euer Ende. Gut, genug getanzt. Gegentreten. Haben wir es auch geschafft. Ich habe gerade die Nachricht gelesen. Er hat mich ein Tunnler genannt. Ist das niedlich? Ist das niedlich? Not hard to tunnel with a hack, is it? Ah. Schmeckt dir dieses Salz? Genießt es. Es ist schön. Es ist die unsinnigste Sache. Beschweren sich über Tunneln, aber wenn ein Generator fast fertig ist, gehen die auch immer wieder zu dem Generator, egal wie oft ich ihn trete. Also warum ist das erlaubt? Aber wenn ich zu einem Survivor gehe, nachdem zwei Gens fertig sind und ich noch keinen Toten habe, wieso ist es dann so falsch, einen zu töten? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich sie oft daneben geschlagen habe. Aber die bewegen sich gut und ist auf der Konsole deutlich schwerer zu schlagen als am PC. Bekomme ja immer wieder gesagt. Ja, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit Dead by Daylight. Haut rein, Leute. Tschüss.